Das war hier der Ausgang, okay. Hier kam ich. Nee, hier ist die Tür aufgegangen. Gut. Bin ich ja hier endlich an dem Punkt, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich hinkomme. Ich hätte mich jetzt so geärgert, wenn die Tür nicht aufgeht. Okay, hier können wir einmal groß schießen, danke. Und den können wir auftauchen lassen. Kann ich jetzt öffnen? Okay, hier ist auch noch eine Tür, die geht aber nicht auf. Schade, schade. Da habe ich die jetzt offen und die geht einfach nicht auf. Alles schade, Pomade. Was mache ich denn jetzt mit dem Schrank? Aufschießen. Da kann man durch. Oh mein Gott. Jetzt kann ich endlich das F holen. 29, das heißt, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte der Erfen. Weil gerade von nicht mal bei der Hälfte der Affen sind. Sprechen wir nicht. Naja, wenigstens habe ich jetzt hier den Shortcut geöffnet. Und ich kann hier oben gucken, was abgeht. Okay, hier geht Musik ab. Großes Bild. Muss ich eine Farbkombination finden. Okay, da musst du gelb sein. Das Gelb ist richtig. Dann so. Musik kann ich. Schreibmund. Und die Tür ist offen hier. Halbmondtüren waren hier vorne. Der nächste Gag. Kann ich hier Feuer machen? Schade. Und Zeit verzeihen kann ich auch nicht. Aber ich kann hier sehen, dass ich hier nichts sehe und sehe dann Clara. Natürlich geht die Tür auf. Einfach so. Ach, guck. Ja, die letzte Tür, die offen ist. Wow. Den Schwert kenne ich. Das ist dieses, Dingsbums. Hey, du bist König von England. Dann schlägt man nochmal nach und denkt sich, ja, nee, lass mal.
jetzt ist nur die Frage, wohin mit dem Schwert? Oh, ein F4. Übersehen. Das Monster von Brigand. Und es waren 30. Yay. Da komme ich immer noch nicht durch. Ich muss jetzt gucken, wo ich das Schwert hin. Ich habe eine Idee, wo ich das Schwert hin. Auf das Wappen. Achso, das Ding wollte nicht aufgehen. Hier hin. Ja. Ah, kann ich das machen? Nein. Wieder losgedacht, ich muss mit der Steuerung echt klarkommen. Ja. Würdest du bitte? Und geschafft. Und wir kommen. Jetzt wird's geil. Ups. In so eine Dunkelkammer, wo komische Zeichen draufstehen. 2xxx, 2xxx. Also kann ich die antickern oder so? 2xxx. Die Dame hier. Das. Okay, 2xxx merke ich mir jetzt einfach mal. 20xxx. Spiel mit mir, spiel mich. 20. Hier ist es. Komm. 20. 20. 20, 32. Bye.
Okay. Ah, hier, guck mal. Eine kaputte Erinnerung. Und die anderen. Ja, da. Bringt mir trotzdem 2032. Akku. 203x. Ja, 2032. Gut, da habe ich nichts für. Wo war denn das Ding jetzt? Hatte ich schon. Das hier. Die Tür aufgeht, weiß ich auch noch nicht. Geht auf jeden Fall nicht auf, bis ich dagegen schieße. Wo war denn jetzt dieses Ding gerade, wo ich Zahlen eingeben konnte? War das hier oben? Und der nächste Mond. Und sonst nur dunkel hier drin. Zurück in den Hauptraum. Runterrennen. Zum Glück leuchtet er jetzt schon. Und. Und raten, wo ich hin muss. Zum Glück habe ich ja jetzt alle Türen offen, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Der ganz oben ist noch nicht aufgegangen, ne? Nee. Das ist der Leere. Okay, ich sehe schon nichts mehr. Ist hier irgendwie vielleicht noch eine Tür aufgegangen? Außer der hier wo. Das müsste ja irgendeine Tür sein gewesen sein, aber was könnte eine Tür sein, wo ich schon mal gewesen bin? Hier geht es nur auf diese Tür rüber. Die Tür dann. Da kam ich gerade her. Die geht nicht auf. Die habe ich von hier unten hoch aufgeschossen. Hier ist eine Tür. Die ich aufgemacht habe. Gut. Unten, oben. Hä? Okay, ah, guck mal.
Mach ich die schon mal kurz auf? Okay, alles klar, kenne ich. Süd, Nord, Süd, Ost, West, ja. Gut, dann fangen wir doch mal an mit lustigen Schiebereien. Entweder gucken sie alle in die gleiche Richtung oder zeigen halt lustig in die Mitte, wie ich das gerade angenommen habe. Nie Nord aus Südwest, ja. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin zeigen? Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier ein Anzeichen dafür ist. Außer dem Ding hier. Danke. Es. Aber wo ist. Erstmal, wo ist Süden? Wo ist. Dings? Warum ist. Hier steht was drauf. Ach Gott. Ich werde schlafen. Immer schlafen, wo die Sonne die Erde küsst. In Death I shall dream over warmer lands. Ice Cold Realm was the place of my birth. In death I long to face the rising sun. Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen ist sie, im Norden ist sie nie zu sehen. Richtig? Und der aufgehenden Sonne ist im Osten. Ich nehme an, das ist da ist Norden dann. Dann bist du wahrscheinlich North. Weil Eiskalt ist im Norden. Warum auch immer. Ein eiskaltes Reich war das Ort meiner Geburt. Im Tod achte ich auf die eigene Sonne. Ich soll schlafen gehen, wenn die Sonne die Erde küsst. Das ist also Westen. Und er ist Süden. In Death I shall dream of the warm lands. Süden ist warme Länder. Von hier aus gesehen zumindest. Und ich habe den Neumond. Runter zu dem Himmelspaket und dann haben wir das auch geschafft. Yay!
Wo der ist, weiß ich, glaube ich. Muss ich nur die schöne Treppe finden. Ich kann ja auch nicht irgendwie abkürzen, Mann, hier. Ich muss runter. Links nehme ich an. Ja. Und endlich an die Spitze dieser Palastes klettern. Und dann dort die offene Tür sehen. Die ich jetzt hier in grün einleuchte und. Sehr beruhigend. Das sind kleine Räume. Die mehr oder weniger gefüllt sind. Ja, Blubber. Die hängen fest. Das ist ein leerer Raum. Nichts sichtbar, aber hier ist jetzt ein Kessel. Ich erinnere mich nicht, wie grün der Berg meiner Geburt war. Oder wie endlos das die Sonne in der Höhe des Himmels geschienen hat. Nur auf den Boden. Guck mal, was weiß das? Ich erinnere mich, wie ich in der Höhe war. Nehme ich doch den da. Das ist anscheinend schon ein Treppenwitz. Hier ist jetzt ein Zettel. Okay. Meine Erinnerungen are of this instead as wird until I bled. Ja, jetzt rot. Guten ist rot. Sieht wieder anders aus. Was steht hier? Der Saphir Sommerhimmel ist vergessen. Mindestens einer, der nach einer Flasche aussieht. Ansonsten sehe ich hier nichts von Flasche, ne? Hier. Mal blau. Hier ist einmal der. Hier ist noch einmal der. Und nun ist Blut und Flamme. Alles ist jetzt Blut und Flamme. Ich erinnere mich nur der Schmerzen, meine Qual. Und das ist was Grünes. Ein Buch hast du? Nee, du hast kein Buch. Hier beim grünen Buch.
Bin frei von der Dunkelheit und möchte das Gras wieder laufen, um einer Welt mit Leben mich zu erinnern. Könnte ich bitte am Ende sein? Danke. Hier ist eine Leiche. Olli. Wir haben es geschafft. Eine Seele, sagen wir es mal so. Und willkommen zu Lord Gregray und seiner Familie. Schönen Grüß an den, der da spielt. Aber sie kommt jetzt hier in diese Halle rein und es ruckelt bei mir auch. Ja, das Spiel gibt es auch in der Rebooted-Variante, die ich jetzt hier habe, gibt es nicht, habe ich schon mal erwähnt. Mein Name ist Kruse, ich spiele gerne und das sind Zwillinge. Und sie geht hier jetzt irgendwie längs. Da kommt ein Tiger. Das war's dann. Elysia, wo der Morgen niemals schläft. Klingt nach dem James Bond-Titel. Ja, wieder eine Erinnerung durchlebt. Wieder hier gelandet.